nächstes müssen wir Rede mit MJ. Was ist denn hier noch eine Storyline? Zusatzauftrag. Keine Storyline. Nö, da machen wir das nicht. Machen hier lediglich. Oder? Zusatzziele, ne. Nee. Wir machen nur Storyline. Dafür haben wir keine Zeit gerade. So, als nächstes. Was haben wir denn hier hinten? Zusatzauftrag. Zusatzaufträge. Haben wir hier unten. Zusatzauftrag. Story-Auftrag. Gut, dann gehen wir darüber. Wir brauchen erstmal unsere Karre. Aber das zu unserer Karre, nee. Unsere eigene Karre. Ich bin dabei und brauch was zum Fahren. Bin dabei, Junge. Ich lass ihn schon mal warm laufen. Einmal Auto, wie bestellt. Das ist eine große Hilfe. So, nur komplett darüber eiern. Derzeit holen wir mal hier. Ich brauche jemanden, der die Kohle für mich aus dem Bayou schafft. Kohle reinholt. Klar doch, Chef. Bin schon und unterwegs. Du doch eigentlich auch was zu nehmen, Darling, und direkt in die Bank. Geht doch. Kickbacks einsammeln und Attacke. Wir müssen eh darüber. Dann gehen wir mal zu Vater James. So nach und nach verstand ich den Schmerz, den Lincoln ertrug. Kommt aus dem Krieg und erwartet Frieden. Aber alles, was er fand, war Schmerz. Tragisch. Es musste passieren, dass er immer weiter in den Sumpf gezogen wurde. Und trotzdem, ich dachte,
Ich hatte gehofft, dass ich ihm beim Loslassen helfen kann. Er war noch gefangen in der Sache mit den Marcanos. Er lag ja noch im Koma, als wir Sammy und Alice bestatteten. Er hatte also nie eine Chance, sich zu verabschieden. Das sollte er nachholen, dachte ich. Dann könnte er wieder ein normales Leben führen. Falls jemals eine Person falscher lag als ich, dann... kenne ich sie nicht. Story? Story. Ja gut. Mit der Pisskarriere fahren. Ich glaube, wenn wir zu Sammys Bar gehen, wird dir das eine Menge bringen, Lenker. Ehrlich gesagt, Vater, sehe ich kaum einen Sinn darin. Es ist schwer loszulassen. Sich zu verabschieden. Ein Abschied bringt mir nicht das, was ich will, Vater. Das, was du willst, ist nicht immer das, was du brauchst, mein Sohn. Deine Tante Lilly hat sich gestern gemeldet. Hat wieder nach dir gefragt. Ich glaube, sie hat sich in den Kopf gesetzt, was aus Sammys Bar zu machen. Oh, weiß nicht, was ich ihr sagen soll. So wie alles läuft. Nun, sie war schon immer eine willensstarke Frau. Keine Ahnung, ob du das noch weißt, aber nach Paulas Tod verfinsterte sich Sammys Seele. Er begrub seinen Verlust ganz... Mein Sohn, ich weiß, du lässt mich nicht hier zurück. Komm wieder her. Beruhig dich, ich muss nur was knacken hier. So. Du siehst das alles falsch. Das ist das Beste, was uns passieren konnte. Wenn wir eh schon hier sind. Dass wir einen richtigen Vertrag kriegen. Wo war ich gerade? Ah, genau. Keine Ahnung, ob du das noch weißt, aber nach Paulas Tod verfinsterte sich Sammys Seele. Er begrub seinen Verlust ganz tief in sich. Fing an, die ganze Nacht am Hinterausgang der Bar Mädels anschaffen zu lassen. Schließlich hatte Lilly genug. Sie marschierte mit dem Feuer des Herrn im Herzen hier rein, schmiss alle Mädels raus. Die Freier, Sammys Crew. Und dann hat sie sich ihren Bruder so richtig zur Brust genommen. Hat ihm gesagt, er versündigt sich an Paula. Aber vielmehr noch an euch Jungs. Dass ihr euch vorlebt, dass eure Mutter nichts bedeutete. Von diesem Zeitpunkt an gab es dort keine Prostitution mehr. Ich erinnere mich nur daran, dass Tante Lilly uns manchmal für ein paar Nächte zu sich nahm und uns Eis kaufte und sowas. Sie hat euch Jungs beschützt. Eine solche Familie ist ein Geschenk Gottes, mein Sohn. Park vorne. Wir müssen da jetzt rein. Dann gehen wir da rein. Hey, was ist denn? Helf mir! Oh Gott, sie kommen! Wer? Die. Zurück, Anna. Geht weg hier. Ja, gut. Na los. Wo kommst du denn her, Hack? Du bist tot! Tot. Wird nichts Schlimmes mehr passieren. Lincoln, das hier ist Anna. Diese Männer... sind erledigt. Aber wenn noch mehr kommen, möchte ich, dass ihr verschwindet. Eine meiner Gemeindeschwestern ist verreist. Sie hat eine Wohnung in Tickfor. Da sind wir sicher. Das weißt du nicht. Ich bringe sie dorthin. Wir treffen uns, wenn du bereit bist. Okay. Ich werde mich erstmal drinnen umsehen. Besudelt von... Blut. Besudelt. Von Melissa Fee. Blut. Fuck. Wer zur Hölle waren diese Leute? Vielleicht sollte ich hier meine Kamera einsetzen.
Untersuchen wir mal Sammys Bar. Jede Leiche hat ihre Geschichte. Abgeknallt, dass er weggerannt ist. Fesselspuren müssen ihn gefesselt haben. Die schleifen ihn also hier rein, aber als er abhauen will, knallen sie ihn ab. Aber warum waren die überhaupt hier? Was ist wohl mit dir passiert? Interessant. Irgendeine Art von Tattoo könnte was bedeuten. Der hat wohl ein Messer in den Bauch gekriegt. Keine Spur von Fesseln. So eine Karte habe ich ja noch nie gesehen. Die Blume ist handgemalt. Hast dich wohl mit der Falschen angelegt. Oh, Scheiße. Was verbrennen die denn hier? So eine Art Weihrauch vielleicht. Schale. Vielleicht für irgendeine Art von Zeremonie. Sieht irgendwie rituell aus. Und wie Detective oder was? Seltsam. Da haben wir noch was. Und noch das Bild. Besudelt von Blut. Das ist das, was diese Anna gesagt hat. Okay, das wäre dann alles. Zeit zu gehen. Gut. Hauen wir mal ab. Gucken, wer davor vor der Bar wartet. Niemand, okay. Tja, es wurde ja Kriegsmüdigkeit genannt im Zweiten Weltkrieg. Oder kampfbedingte Stressreaktion. Aber der Begriff, der wohl passender wäre, ist Kriegsneurose. Wir alle wissen, dass der Krieg wie die Hölle ist. Ja, also nichts Neues. Der Schmerz. Die Schuld. Und immer diese Wut, dass du gezwungen bist, Abscheulichkeiten zu tun.
Es bricht dein Herz. Und ich wusste sofort, dass dieses Mädchen auch eine Art von Krieg erlebt haben musste. Denn die Hölle loderte in ihren Augen. Die Hölle? Ich sprach gerade mit Anna über die Männer drüben im Sammys. Sie wurde nicht verschleppt. Sie ging mit ihnen, freiwillig. Aber das ergibt keinen Sinn. Die Kleine ist gelaufen, als hätte sie Todesangst. Und drin im Sammys standen drei Wörter an der Wand. In Blut gehüllt. So etwas habe ich noch nie gesehen. Sammy hat dir bestimmt mal was erzählt von der Ensanglantée. Klar, so eine Gruselgeschichte. Ensanglantée heißt in Blut gehüllt. Ihre Geschichte reicht bis zu den ersten Siedlern zurück, auf der Suche nach einem neuen Leben. Aber sie fanden nur den Tod. Es begann alles, sich zu ändern mit den neuen Zeremonien in ihren religiösen Praktiken. Die Menschenopfer. Ich weiß, daran kann ich mich erinnern. Ist Anna eine von ihnen? Alles, was ich sagen kann, ist, sie hat sich einfach mit sehr üblen Leuten umgeben. Lincoln? Ich muss dir was zeigen. Kannst du dazu was sagen? Bonnie. Weißt du, Liebes, ich beobachte dich schon seit ein paar Wochen. Die behandeln dich hier wie ein richtiges Stück Scheiße. Es ist hier nicht so übel. Und was ist mit Phil, der dich begrabbelt, wenn du an ihm vorbeigehst? Und was ist mit den Kunden, die dir nie ein Trinkgeld geben? Das ist nicht übel. Dieser Ort kann dich niemals so glücklich machen, wie du es verdienst. Aber wir können's. Warum bist du so unglaublich nett zu mir? Du solltest dich nicht fragen, warum ich so nett zu dir bin. Frag dich lieber, warum das niemand vor mir war. Werde ein Teil von uns, Anna Baby. Bonnie nahm mich auf. Endlich war ich willkommen. Deshalb warst du bei Sammys? Ich hatte keine Wahl. Sie sagten, das ist der einzige Weg, sich zu reinigen. Lass mich gehen. Ich sag auch nicht. Bitte. Ich wollte es stoppen, aber ich konnte nicht. Ich musste einfach nur raus und er... Das Schreien. Die Tränen. Das Blut. Das Würgen. Das Leiden. Sieh mich an, Anna. Solche Menschen haben ein Schema, um andere gefügig zu machen. Wo hat Bonnie dich noch mit hingenommen? Zu einem Nachtclub. Nuit Blanche, dort führen sie die Anwärter in die Familie ein. Ja, kenne ich. Ein Hippie-Club in der Innenstadt. Und diese Spielkarte. Nur damit lassen sie dich dort hinein. Verstehe. Hey, das war sehr gut, Anna. War sehr gut. Sehr gut.
Hey, pass auf den Nebelschleier auf. Wenn der Schleier aufzieht, steigt der Geist empor und das Fleisch verzehrt. Fleisch verzehrt. Die Kleine braucht Hilfe, Pater, ganz dringend und so schnell es geht. Die wird sie niemals bekommen. Sie hat doch nichts außer ihrem Namen. Ich meine, die werfen sie in eine Gummizelle und vergessen sie. Wir wissen beide, diese Stadt schert sich nicht um die Armen und die Schwachen. Aber sie hat uns. Ich mache ihr etwas zu essen und du tust, was du tun musst, mein Sohn. Natürlich. Danke, Pater. Wo sollen wir uns hinbegeben? Hier hin. Und noch Story-Auftrag. Damit der Story, dass wir die Bosse hier erledigen. Naja, machen wir erstmal die Story hier. Vorne haben wir sogar eine Weste. Grappen wir uns da direkt raus hier. Doch nicht meine Karre. Meine eigene. Ich brauche eine neue Kiste in Tickfor. Ich gehe noch eben pissen, dann bringe ich ihn raus zu dir. Nichts da, bringst ihn jetzt raus. Kollege. Hier ist dein Wagen, Boss. Ich weiß das zu schätzen. Was? 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 Was ist das Problem? Ich denke, sie werden hier kaum wieder weg. Hallo? Was ist denn hier los? Ist ja... Action pur. So? 20.000 Cops. Ist ja alles full, Alter. Was los? Hast du ein Problem? Drüber kommen? Nein? Es heißt. Pfeifen kann ich auch. Starker Scheiß drauf. Mir doch egal, wer zum Teufel die sind. Jetzt sind die Bubis in unserer Welt. Und ihre Mami ist ganz weit.
Nur mit Einladung, Kumpel. Zum Glück habe ich eine gleich hier. Pass auf. Anna, eine Freundin von mir, hatte genau so eine Karte. Ist ständig hierher gekommen. Hab sie nicht gesehen, seit sie mit einem von Bonnies Groupies weg ist. Die ist nicht so gut drauf. Und ich bin hier, um mal mit Bonnie darüber zu reden. Komm rein. Ich gebe dir eine kostenlose Führung, falls das Anna hilft. Private Twinkle Toes. Wo willst du denn hin? Ich führe nur unseren neuen Gast herum. Du übernimmst die Tür für mich, okay? Tür? Ich bin übrigens Oscar. Lincoln. Hallo, Oscar. Was für ein Name? Army. Bis Onkel Sam mich für unerwünscht erklärt hat. Scheiße. Tut mir leid, Mann. Geht's hier immer so ab? Drogen und Alk für Lau sorgen dafür. Bonnies Leute halten den Zirkus hier rund um die Uhr am Laufen. Bist kein Fan, ha? Huh? Ich trau der Schlampe nicht. Sie und ihrem kranken inneren Zirkel. Hat dir das gefallen? Wenn ich weiß von einer echten Party. Komm schon. Weiß nicht. Hab zu tun und... Und da ist sie, wie sie leibt und lebt. Die verdammte Bonnie Harless. Schaut euch nur an. Das Schönste, was New Bordeaux zu bieten hat. Und ihr habt euch was zu trinken verdient. Genießt ein paar Kräuter. Genießt die Nacht. Ja, doch ein Schatten, die Alte. Lasst die Seele emporsteigen. Der Schleier ist gelüftet. Komm schon. Ich will dir etwas zeigen, hinten im Lagerraum. Vielleicht kannst du dir ja einen Reim darauf machen. Bonnie hat die fest im Griff. So macht sie das. Sucht sich die Schwächsten aus. Dann macht sie Bonnie Harless zur wichtigsten Person in deren Leben. Siehst du die Typen, die da drüben die Tür bewachen? VIP-Bereich? Keine Ahnung. Aber Bonnie hat immer bewaffnete Wachen an der Tür. Hab gehört, wie sie von Orten der Finsternis geredet haben. Als ich Anna das letzte Mal gesehen habe, wurde sie nach da unten gebracht. Ich habe ein paar Fässer nach oben gebracht. Dabei habe ich da hinten eine Schwarzlichtlampe gefunden. Wofür haben die sowas gebraucht? Schau doch mal selbst. An der Wand. Wahrscheinlich irgendwas draufgekritzelt, ne? Eine Art Schwarzlichtlampe. Vielleicht finde ich damit einen Weg. Was zur Hölle machst du hier unten, Oscar? Immer schön cool bleiben. Ich sollte deinen Schwuchtelarsch auf die Tanzfläche schleifen und dir dann reintreten. Okay, jetzt habe ich Angst. Zufrieden? Arschloch. Oscar, was geht da unten so vor? Bin mir nicht sicher. Aber was auch immer das ist, es hat etwas mit diesen Symbolen zu tun. Mal sehen, ob ich die Wachen von der Tür weglocken kann. Aber du musst dich beeilen. Danke, Oscar. Übrigens, ich glaube, das ist heute deine letzte Nacht im Nuit Blanche. Lass dich da unten nicht umlegen. Ich glaube, ich brauche eure Hilfe, Leute. Einer von euch ist im Lager ausgerutscht und hat sich verletzt. What? Ich finde, du gehörst hier nicht hin. Was? Alles so schön bunt. Suche und du wirst finden. Du gehörst nicht in diese Gegend, Junge. Hören Sie noch. Bleib von ihm weg. Oh. Zuckt er noch? Hein! Oh, Scheiße! Das ist nicht fair!
Bonnies Leute sind wahrscheinlich dadurch. Ich muss einen Weg finden, um sie aufzuspüren. Spuren. Scheint so, als wären Bonnies Leute hier durchgekommen. Bonnies kleiner Club brummt. Ich kenne diese Ratte. Der alte Rebellengeneral Braxton Mosby Harless. Er und sein Clan hatten ein Haus oben in Frisco Fields. Park. Fuck. Ich habe davon gelesen. Brandstiftung. Hat ein paar schwarze Kids drüben in Barclay umgebracht. Vielleicht entsprechen diese Altäre bestimmten Stellen in der Stadt. Wealthy Storage. Scheint ein Ort drüben im Bayou zu sein. Du solltest nicht hier sein. Sie gehört zu uns, Mr. Clay. Sie braucht uns. Mehr als je zuvor. Sie kommen nicht mal in die Nähe von Anna. Ich hatte schon so eine Ahnung, dass mein Charme bei Ihnen nicht wirkt, aber ein Versuch, was wird. Wir glauben daran, dass die Menschheit dem Untergang geweiht ist, Mr. Clay. Da werde ich nicht widersprechen. Haben Sie jemals miterlebt, wie ein Lebenslicht in den Augen eines anderen erlischt, Mr. Clay? Ja. Es ist so wunderschön. Pur. Intim. Hm.
Meine Blutlinie hat diese Stadt gegründet und besessen. Doch wenn ich mich heute umsehe, lebt da nur noch das Pack, wo früher die Noblen residierten. Ach ja, ich bin untröstlich. Sie sehen etwas kränklich aus. Vielleicht sollten Sie sich hinsetzen. Sag mir, wo sie ist. Ein Fick werde ich. Das Pack wird sich erkennen. Und sein Platz. Der Segen ist mein, Mr. Clay. Lebend kommen sie hier nicht mehr heraus. Den Satz kenne ich. Ich schlachte dich ab, Schweinchen. Nein, der gehört mir. Mir! Schaut ihn euch an. Da ist mehr als genug für alle dran. Gib uns das Mädchen, Schweinchen. Jetzt gibt es Ärger. Du wirst hier unten sterben. Er ist hier. Ich beschütze meine Familie. Hier drüben, da ist er! Runter! Gib uns einen Kuss! Bonnie sagt, der Störenfried kommt nicht lebend davon. Und er stirbt er. Was? An. Was? Scheiße, er macht uns einen nach dem anderen fertig! Was? Knüpft ihn auf! Vielleicht ist der da drüben. Wir haben einen verloren. Ich sitze hier fest. Du hast wohl Schiss. Blut der Enchanté wurde vergossen.
mache hier drüben weiter. Loot der Enchantantie wurde vergossen. Nichts gefunden. Ich suche weiter. Der Ketzer! Er ist genau da drüben! Lass diesen Schwachen! Dafür wirst du bezahlen! Ich kann nicht. Feigling! Komm mit mir! Tænk, det er mit liv at skrive. Jeg er afhængig som en alkoholiker, der bliver stiv. Så hvis jeg ikke kommer i boksen, får jeg abstinenser. Jeg har ikke tid til skolen, min klasse glemmer.